Leute. Heute geht es um einen kleinen Taschenofen. Das ist dieser hier. Habe ich schon seit, ja, schon etwas länger. Und jetzt bei den kühleren Temperaturen ist das gar nicht verkehrt, sich das mal so in die Jacke zu tun oder, ja, Hosentasche jetzt nicht unbedingt, aber in die Jackentasche. Es wärmt ungemein. Ich mache das Ding mal auf. So. Also der wird mit ganz normalem Feuerzeugbenzin betrieben. Das ist hier so eine Miltec-Variante. Die gibt es, ja, von unterschiedlichen Herstellern. Also wie folgt wird das befüllt. Hier ist drin so eine Watte. Da kommt ein bisschen, da kommt normales Feuerzeugbenzin rein. Es wird halt quasi getränkt. Dann wird der Brenner hier mit dem Feuerzeug entzündet. Und dann wird einfach der Deckel drauf gemacht. Und das Ding brennt wirklich, wirklich eine ganze Weile. Wenn man es nicht, also wenn man es ausmachen will, einfach den Deckel abmachen und den Brennstab entfernen. Dann ist der aus. Die Maße, Moment, die Maße sind geschlossen, ja, gute 9 cm und breit etwa 1,5. Ja, das ist hier so ein gebürsteter Edelstahl mit Sternen und ja, hier. Das kommt dann in so einem, was ist das, so ein Stoffsäckchen. Und die Köpfe sind natürlich irgendwann durchgebrannt. Die Brennstäbe, und die gibt es beliebig nachzukaufen. Die kosten auch nicht so die Welt. Also, es hält sich alles im Rahmen. Ja, aber die Dinger werden wirklich richtig heiß irgendwann. Also, da hat man wirklich eine warme Jacke an. Die sind nicht schlecht. Also, die Teile gibt es hier echt für ein paar Euro. Die sind wirklich nicht teuer und sind nicht schlecht. Es gibt auch diese mit Kohlestäbchen, allerdings die habe ich nicht, die hatte ich mal. Und naja, da werde ich mir auch noch mal einen besorgen. Na? Gut, das war ein kurzes Video über den Taschenofen. Also, es ist ein cooles Teil. Okay, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.